Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ich habe mir Gedanken gemacht und ändere so ein bisschen meinen Plan. Weil folgendes. Hier eine Base bauen, wenn ich noch keinerlei Erz in der Nähe gefunden habe, ist irgendwie dämlich. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Gestein meinen, dass ich ein bisschen Material habe. Und dann werde ich mir einen Tankrüssel unten ans Schiff dran machen, dass ich tanken kann. Und dann gehen wir nämlich auf die Suche nach Zeug. Und jetzt benutzen wir erstmal unseren Miner, in den vermutlich gar nicht so viel reingeht. Der hat ein Auswurfsystem. Ejector. Ich schalte euch mal ab. Ich würde das eigentlich gern abbauen, was ihr so findet. Ja, der hat keine Cargo-Container. Der hat tatsächlich nur die Bohrer, die ja das Äquivalent von zwei mittleren Cargo-Containern sind. Das ist ja okay. Dann mal gucken, ob man dem irgendwann ein kleines Upgrade verpasst. Also ja, und den Verbinder. Aber das ist nicht viel. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen Material, dass ich mir einen Tankrüssel bauen kann. Beziehungsweise, dass ich einfach einen Kollektor unten dran machen kann, dass ich ihn ins Wasser hängen kann zum Tanken. Weil das Wasser lässt sich relativ einfach aufsammeln. Einfach einen Kollektor unten dran und ja, aufsammeln. So. Ich hoffe, das reicht. Nese. Nese. Dann gehen wir jetzt mal hier kurz raus. Und gucken mal, wo ich den hier unten platzieren kann, ohne dass er mir irgendwo im Weg ist. Habe ich hier an der Seite. Hier. Hier könnte ich das machen. Das heißt, zum einen mache ich jetzt den wieder hin. Den mache ich so wie drüben. Einfach, weil ich den so lassen will. Den habe ich falsch platziert. Den würde ich gern so lassen. Und dann machen wir hier einfach einen Kollektor hin. Den kann ich nämlich dann theoretisch einfach ins Wasser hängen. Und Wasser aufsammeln. Und das zu Huch. Und das Wasser zu Wasserstoff machen. Ist eigentlich ganz einfach. Der ist dran. Oben habe ich wohl Blöcke falsch platziert. Da hockt einer. Da nicht. Okay. Den habe ich tatsächlich falsch platziert. Oh. Nein, ich habe nur einen falsch platziert davon. Das heißt, wir fixen das. So. Und so. Jetzt passt das wieder. Dann gucken wir mal, ob das mit dem Tanken so funktioniert. Vielleicht eventuell zwei Handspeck-Dropships mittlerweile. Weil das Gold wäre jetzt relativ wichtig, da ich ja vergessen habe, hierauf Gehirn, würdest du bitte arbeiten? Ein Schild zu platzieren. So, fliegen wir hier vor.
Ich hoffe, der sammelt das ein, wenn ich den jetzt einfach ins Wasser halte. Sollte er aber. Ich weiß noch nicht, wie schnell. Und ob er das auch so macht. Ja, doch, er sammelt. Er sammelt langsam, aber er sammelt. Wenn ich den jetzt weiter reinstopfe, ist es dann schneller. Nicht wirklich. er ist deswegen nicht wirklich schneller. Okay. Aber so kann ich Alter, das Hunchback Dropship ist schnell. So kann ich auf jeden Fall ein bisschen Zeug einsammeln. Wenn ich das jetzt ein bisschen mache, dann sollte sich theoretisch auch alles füllen. Obwohl ich gerade echt überlege, ob ich den anderen, den Verbinder auf der rechten Seite, auch noch durch einen Kollektor ersetze. Das wäre echt eine Idee. Er sammelt nicht schnell genug. Er sammelt theoretisch schnell genug, aber nicht schnell genug. Das Hunchback Dropship bewegt sich viel zu schnell. Lass mal kurz gucken, was meine Tanks sagen. Füllen die sich? Nein. Ich verbrauche mehr Sprit, als reinkommt. Das ist nämlich noch so ein anderes Problem. Ja, der kommt alleine so gar nicht klar. Dann werde ich einfach mal rumfliegen. Ich will nämlich Gold suchen. Und dann muss ich den nachher mal so parken, dass er von selbst Zeug einsammelt. Und ich würde jetzt einfach mal übers Land fliegen und ja, gucken. Zumindest solange ich noch Sprit und auch Strom habe. Au. Das war ein Baum. Ich war zu nah am Boden. Nachteil, ich kann den Boden nicht sehen. Okay, ich kann den Boden nicht sehen. Das machen wir dann anders. Dann machen wir zum einen mal ein Parkmanöver. Das heißt, wir fahren unsere Fahrwerke aus. Parken. Ich bin durstig, das können wir dann auch gleich beheben. Aber dann lasse ich den jetzt einfach mal so stehen und platziere noch Beleuchtung und so einen Kram. Ja, okay. Dann mache ich das halt von außen. Water. Gimme the drink. Please. Ah, essen kann ich noch nichts, weil ist noch nicht genug. Lass ich das so? Ja, ich lass den so arbeiten. Ich lass den so arbeiten. Ich kümmere mich um Licht. Und mich um Licht kümmern ist nämlich jetzt wichtig, weil machen wir mal 4 Lampen hin. Eine da. Eine da.
Die können wir gleich einstellen. Das heißt, die kriegt eine Intensität von 3 und einen Radius von ja. Dass ich zumindest den Boden sehe, wenn ich drüber fliege, das wäre voll toll. Kopier das mal. Tada! Licht. Dann habe ich wenigstens vorne mal Licht. Hilft das? Ich hoffe. Ich hoffe, dass es hilft. Gehen wir mal wieder hoch. Okay, er sammelt ein wenig schneller, als er es verarbeitet. Das ist ganz gut. Aber er produziert es nicht schnell genug, um schneller zu sein als der Verbrauch. Ne? Sehe ich das richtig? 13 Tonnen, 14 Tonnen, 14,5, 15. Ja, es ist mal. Baum. Oh Mann, es ist so dunkel. Selbst mit den 50 Metern Scheinwerferreichweite sehe ich nichts. Bleib mal bei. So, wenn ich jetzt hier so langsam mit 50 Meter über dem Boden fliege. Ich habe 300 Meter Reichweite. Oh, habe ich überhaupt einen großen Erzdetektor jetzt an dem Ding? Habe ich einen großen Erzdetektor an dem Ding? Nein, habe ich nicht. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich dachte, das hätte ich schon. Das ist, wenn man 2-3 Tage nicht aufnimmt. Ich dachte, ich hätte hier schon einen großen Erzdetektor. But no. So, produziere das mal. Den setzen wir jetzt einfach hierher. Er muss eigentlich nur in den Boden reinkommen. Mehr muss er nicht. Oh nein, reicht mein Material nicht. Mein Material reicht nicht. Scheiße. Okay, doch nochmal landen. Hände, Hände. Läuft heute bei mir. Nein, im Ernst, das läuft heute bei mir. Okay. Fahrwerk ausfahren. Okay, gelandet. Dann nehmen wir gleich den Miner, sobald ich die Tür offen habe. Und hole nochmal ein bisschen was, dass ich den Quatsch bauen kann. Nee. Es ist schon leicht nervig. Aber wie ich sehe, geht die Sonne wieder auf. Das heißt, ich sehe dann auch wieder was. Das ist schön. Actually, was sehen, ist nämlich hilfreich, wenn man sucht. Und wenn ich ein Goldvorkommen habe, will ich an dem Goldvorkommen. Baue ich überhaupt eine Raffinierstation? Ja, doch sollte ich. Wow, echt jetzt? Echt jetzt? Das ist ein schlechter Witz. Hä? Was brennt da jetzt? Die Belüftungsanlage brennt jetzt. Gib mir. Lass mich da in den Verbinder rein. Nein.
Hast du das ganze Gestein jetzt schon verarbeitet? Ja, hast du. Und das hat nicht mal ansatzweise gereicht. Wow. Wieso habe ich nochmal nichts mitgenommen? Warum bin ich so unvorbereitet geflogen? Das ist ja schlimm, ey. Das sind... Warum füllt er das Cockpit nicht? Weil das Cockpit nicht verrohrt ist. Okay. Hätte ja sein können. Aber nein, ist es nicht. Das heißt, ich mache das noch ein, zweimal. Bis alles leer ist. Und dann sollte ich vielleicht auch genug Nickel haben. Um zu arbeiten. Mach ihn leer. Nicht ins Cockpit. Oder hat das schon... Hat das gereicht? Nee. Dafür ja. Die 17 Detektorkomponenten. Dafür reicht es... nicht. Mir fehlen noch 8. Okay. Dann nochmal. Jetzt kommt der Punkt mit zu wenig Cargo. Das ist erfreulich, nicht? Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte den Miner nicht gekauft und müsste den ganzen Quatsch von Hand machen. Hallo? Würdest du bitte den Bohrer füllen? Danke. Ja, der hätte genug Schub für einen mittleren Cargo-Container. Einen. Mehr würde ich ja nicht brauchen. Ein mittlerer Cargo-Container und alles wäre gut. Weil dann sind es mit Bohren 27 Tonnen Material. Das wäre für den Anfang zumindest okay. Mein leer. Und dann kommen, dann gehen wir gleich nochmal. Und dann wird es auch reichen für den Erzdetektor. Und ich sage euch, wenn ich Nickel finde, hole ich 2 Ladungen Nickel. Einfach, dass ich was da habe. Weil das ist ja... Ist ja schlimm. Ja, so ist es, wenn man unvorbereitet unterwegs ist. Hätte ja keiner ahnen können, dass es tatsächlich so schwer ist, hier was zu finden. Ich ging davon aus, dass ich schneller was finde. Aber das kann auch sein, dass der kleine Erzdetektor, den ich auf dem, ne, hier auf dem Ding hab, auf dem Fighter, dass der tatsächlich nicht tief genug kommt. Ich weiß nämlich nicht, wie tief das Gold unter der Erde ist. Wenn das 200 Meter tief ist, ja, dann habe ich grundsätzlich schon mal ein Problem mit dem kleinen Erzdetektor, weil der kommt nur 180 Meter. Der große hier, der kommt immerhin 300. Push it up. So, das hätte ich. Und dann gehen wir mal. Gucken, jetzt müsste es langsam hell sein. Naja, noch nicht. Aber es wird. Okay. Erzdetektor ist... Diese Mining Station, die ist mit Sicherheit nicht ohne Grund an der Position, wo sie ist, oder? Jetzt bewegen wir uns mal relativ langsam hier über den Boden. Einfach in Richtung Sonnenaufgang. Und haben ein Auge drauf, was der Erzdetektor von sich gibt. Wenn er was von sich gibt. Noch ein Hunchback Dropship. Und ich gucke, dass ich meine... Ding über dem Boden irgendwo zwischen 40 und 60 Meter halt. Hier geht's bergab.
66 Meter. Aber bisschen runterbremsen. Will nicht zu schnell sein. Oh Mann, ich sehe halt genau gar nichts. Das ist echt schwierig, so zu fliegen, wenn man nichts sieht. Würde ich wissen, wo ich hinfliege, wäre es einfacher. Aber nichts. Also rein gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob es Erzmarkierungen auf dem Boden gibt. Auf dem Mond oben, ne, da wo ich herkomme, da hat es ja Erzmarkierungen. Ich denke, sobald es hell ist, werde ich checken, ob es das hier auch gibt. Vielleicht fliege ich ein bisschen höher. Und guck mal. Aber sonst kann das nun eine sehr langwierige Suche werden. MILT Military Outpost. Kobalt. Okay, ich habe etwas gefunden. GPS. Ich glaube, das ist Thiel. Also der Planet. Ich glaube. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Oder? Heißt der so? Oder ist es Tarafi? Ich weiß es nicht. Ja, lassen wir Thiel. Dann. Aber Kobalt. Das heißt, jetzt kommt der Positive an dem Ganzen. Es gibt hier Erze. Ist zwar jetzt im Moment nur mal Kobalt, aber es gibt hier Erze. Okay. Und da hat's Silber. Und da hat's Kobalt und Eisen. Hey. Okay. Nein, nicht. Triebwerke anmachen. Markieren wir das auch. Silber brauche ich jetzt im Moment keins. Oder brauche ich Silber? Doch theoretisch brauche ich auch Silber. Kobalt und dann war doch da noch Eisen? Eisen. Kann es sein, ich hole von allem gleich was, dass ich es dabei habe. Ich bin sehr nah am Boden. Wollte ich einfach mal erwähnen. Ja. Dann markieren wir das hier auch als Eisen. Und dann fliegen wir Richtung Wasser. Jetzt habe ich nämlich einen Plan. Meine Pläne sind in der Regel nicht gut, aber da hat es noch mehr Kobalt unter Wasser. Ich kann jetzt nämlich einfach meine Fahrwolke ausfahren. So parken, dass mein Kollektor Wasser bekommt. Genau. Dann lasse ich den nämlich hier und dann gehe ich ein bisschen. Erstmal eine Bestandsaufnahme, aber dann gehe ich. Magnesium hat es hier auch. Das ist sehr schön. Was zum Höllenteufel war das jetzt? Hallo? Wow. Das war alles. Okay. Okay. Jo,
Alles, was Niki benötigt, ist jetzt kaputt. Warum? Was soll das? Was sollte das? Ja, das waren die... Das waren meine großen Triebwerke. Die gerade einfach so den Dienst versagt haben. Einfach so. Hör. Gehirn, arbeite jetzt. Ja, ich muss jetzt Hand meinen, um an ein genug Material für ein großes Triebwerk ranzukommen. Inventory full. Ich brauche genug Nickel für ein großes Atmotriebwerk, mindestens. Lass mal wo meinen, wo ich einen Cargoport habe. Hier habe ich einen. Okay. Heute läuft's bei mir. Habe ich das schon erwähnt? Ja, ich glaube. Aber ja, so müssen wir durch. Nee, mein Gedanke, den ich vorhin hatte, weil ich überlegt habe, na, baue ich hier eine Verarbeitungsstation. Zumindest Raffinerien baue ich hier. Und das ist dem Grund, Golderz transportieren ist deutlich energieaufwendiger, als das Zeug hier zu raffinieren und dann fertig raffiniert mitzunehmen. Oder insgesamt Erze. Also das hier gibt wirklich nur eine Raffinierbasis. Das sind nur Raffinerien. Es kommt vielleicht eine Montageanlage rein, für den Fall der Fälle. Und auch ein Respawn-Punkt, für den Fall der Fälle. Aber mehr eigentlich nicht. Ich habe noch... Okay, ich habe eine Menge Eisen, kommt mir gerade. Also sehe ich gerade. Mir fehlt echt nur Nickel. Silber habe ich ja auch ein bisschen da. Mir fehlt nur Nickel. Mit den paar Kilo Nickel komme ich halt nirgends hin. Und natürlich für eine Raffinierbasis werde ich natürlich auch einen extra Miner bauen. Also den Miner, wenn ich ihn nicht ganz kaputt mache, würde ich gern in dem Schiff behalten. Einfach weil er halt klein und handlich ist. Vielleicht noch ein bisschen Cargo upgraden. Aber dann ist das Schiff eigentlich so ein Standalone-Ding, mit dem ich auf Planeten Dinge etablieren kann. Das wäre zumindest so mein Wunsch. Ja, ja. Ich bin schon im Wasser. Die Frage ist, wie viel Nickel brauche ich für so viele Motoren? Wie gesagt, ich will jetzt eigentlich nur ein großes Triebwerk bauen können, weil das Teil mit einem Triebwerk definitiv flugfähig ist. Also definitiv. Entschuldigung im Hintergrund, ich habe das Fenster. Oh, und meine Boost-Triebwerke muss ich reparieren. Das muss ich auch. Das heißt, ich brauche eine Stahlplatte. Nickel brauche ich 160 Kilo. Nur für dieses eine Triebwerk. Hoffe ich, ich kann das jetzt so platzieren. Nein, kann ich nicht. Ist es dein Ernst? Machen wir es so. Dann kann ich es vielleicht hier platzieren. Man muss sich ja nur zu helfen wissen. Genau. Reicht nicht.
Nee, reicht nicht. Okay. Reicht nicht. Brauche ich. Wohl, brauche ich. Den anflexen. Reinstecken. Machen wir es auf der anderen Seite auch. Einen anflexen. Reinstecken. Die neuen Motoren. Okay. Theoretisch sollte das Teil jetzt flugfähig sein. Mit einem Triebwerk. Das ist das, was ich meinte. Das Teil hat genug Leistung. So. Dann holen wir uns jetzt ein bisschen Gestein, dass ich problemlos alles bauen kann, was ich brauche. Na, komm schon. Na, komm schon. Die obere Schicht Erde, ne? Mach das mal weg. Die ist so unergiebig. Lass mal hier unten meinen. Da geht das schneller. Ja. Hey. Und. Huch. Au. Ich darf nicht das eine Triebwerk kaputt machen. Genauso habe ich momentan nur ein Triebwerk nach vorne. Theoretisch würde es sogar reichen, wenn ich nur ein paar kleine Cargo-Container hinmache. Theoretisch. Theoretisch wäre es auch cool, wenn ich hier einen Cargo-Port hätte. Aber nicht jetzt. Jawohl, vielleicht doch jetzt. Oder nicht? Was mir übrigens gerade kommt, sind meine Reaktoren. Die sind aus. Meine Batterien sind ja alle fast leer. Ich habe ja ein Uran dabei. Ja, komm. Hey, Triebwerke. So, also das, das und das als nächstes. Das Cargoport-Problem. Schlimm, ey. Prozedier das mal. Okay, ich brauche definitiv deutlich mehr. Kobalt, Magnesium, Eisen. Kein Nickel. Mann. Warum nicht? Mir wird es echt reichen, wenn ich ein einziges Inventar voll Nickel nehmen könnte. Wisst ihr was? Ich bin ja nicht blöd. Wir haben hier so viele Erze in der Nähe. Was ist, wenn ich einfach mal etwas nehme? Was flugfähig ist. Und auch kein Licht hat. Aber hier mal kurz rumflieg und guck, ob es hier nur das Zeug hat, was hier steht, oder ob hier auch noch andere Sachen sind. Magnesium. Ja, okay, er kann. Ich dachte schon, er kann vielleicht schwimmen. Aber nein, kann er nicht. Da müsste ich ihm Schwimmpots montieren. Gold. Okay. Das ist was ich gerne sehe. Das markieren wir.
So, und dann gucken wir jetzt mal, ob es hier auch noch andere Sachen hat. Die Erze scheinen so ein bisschen alle auf einem Haufen zu sein. Und das Goldvorkommen ist etwas größer. 40 Meter über dem Boden. Hat es hier Nickel? Oh Mann. Und ich habe hier so viele Marker. Gold. Gold, 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 Gold. Gold. Baum. Den habe ich gesehen. Gold. Wetter ist ein bisschen Käse. Kobalteisen. Was ist mehr ins Landesinnere? Ich dachte, da geht die Sonne bald auf. Eisen, Kobalt, ja, das hatte ich gesehen. Ich will doch nur Nickel, Mann. Nur so ein bisschen. Kobalt, Eisen, Magnesium. Silber. Ja, das hatte ich vorhin schon gesehen und markiert. Jetzt macht's gleich Bing, NI. Dann bin ich eigentlich glücklich. Oder auch nicht. Ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, wie viel davon in der Aufnahme zu sehen ist, aber ich sehe wirklich nichts. Ich halte mich nur an die Metermarkierung meiner von meinem Horizont vorm Schiff. Guck, dass ich über 20 Meter über dem Boden bleibe. Aber mehr... Mehr Kobalt. Da oben. Okay, Kobalt hat's hier in riesigen Mengen. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Das ist nicht schlecht. Kobalt ist gut. Aber... Ich will doch nur Nickel. Noch mehr Silber. Okay. Cool. Aber ich will doch nur Nickel. Die Inselbase ist jetzt 8 Kilometer von hier. Also, hier könnte man eine Base... Hier hat es nochmal Gold. Ja, hier ist alles da. Also, ich habe tatsächlich eine Base-Position gefunden, die was taugen will. Geh mal näher Richtung Boden. Hier ist der Boden. Aber es hat hier... Ohne Scheiß, es hat hier alles, nur kein Nickel. Kann es doch nicht sein. Und den Military Outpost, könnt ihr Gift drauf nehmen, dass ich mir den vornehmen werde. Einfach weil. 30 Meter über dem Boden. Okay, hier geht's nach unten. Ich fahre alles, fliege alles nur aufgrund der Höhenmarkierung. Aber ich habe die Hoffnung, irgendwas zu finden. Vor allem könnte man einen Blick auf den Military Outpost legen. Die Sonne geht ja jetzt eh auf. Silber. Wow. Ist ja nicht so, dass ich davon schon einiges gefunden hatte. I don't need silver. Please. I need a nickel. Eisen. Mehr Eisen. Mehr Eisen. Also hier hat es wirklich Erze alles. MILT Arrowhead Mark 1. Ist das ein Schiff? Arrowhead Mark 1, Imbase Mark 1. Ich kann halt nichts erkennen.
Okay. Das sind zwei Arrowheads. Das sind Schiffe. Das Teil ist verteidigt. Oh. Okay, thanks. Bye. So, mal hier so. Eisen. Eisen. Fliegen wir mal hier so ein bisschen übers Wasser. Vielleicht hat es ja hier was. Im Wasser kann ich auch ein bisschen näher am Boden fliegen. Ach, come on. Okay, nein, die Arrowheads folgen mir nicht. Ich dachte gerade, die folgen mir. Huiuiuiuiui. Das wäre jetzt blöd gewesen. Gold. Gold. Gold, Gold, Gold. Viel Gold. Okay, also eine Base-Position würde hier Sinn ergeben. Nach Nickel muss ich weiter suchen. Okay, hier ist ein Tal im Grunde. Okay, so funktionieren auch Notfalllandungen. Man schmeißt das Schiff einfach ins Wasser. Gut zu wissen. Hat's hier drüben etwas? Vielleicht. Können wir so ein bisschen rumfliegen und Zeug suchen. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier groß Vorkommen sind. Die Arrowheads fliegen davon weg. War das jetzt, weil... What? Wo fliegt die hin? Okay, das sind... Die sind also aggressiv. Das ist nicht gut. Hey, da war doch gerade was. Ich war jetzt so schnell... Ah, der geht auf die Calypsis Envy los wahrscheinlich. Ich war jetzt so schnell, dass ich nicht gesehen habe, was hier war. Bremsen. Gold. Ja. Okay. Mann. Nickel. Hab's gefunden. Nickel. So. Jetzt gehe ich nämlich hierher. Ich sehe zwar schlichtweg nichts. Tonk. Mach die Trägheitsdämpfer aus, weil ich habe ja hier ein bisschen Cargo. Und das werde ich jetzt nutzen. Und werde ein bisschen Nickel mitnehmen. Inventory full. Habe ich nur Nickel oder habe ich auch Steine? Ich habe auch Steine. Ich hätte gern nur Nickel. Das sind jetzt... Nehmen wir zwei Inventare? Ja, machen wir mal zwei Inventare. Oder machen wir drei. Komm, machen wir drei, dann habe ich es gleich. Aber das Ding ist, jetzt habe ich endlich, bis auf Silizium habe ich alles gefunden. Ja, bis auf Silizium habe ich tatsächlich jetzt alles einmal gefunden gehabt. Und, sind wir ehrlich, Silizium ist... Inventory full. Okay, das nehme ich dann auch gleich noch mit. Das ist jetzt nicht so überlebenswichtig. Aber Nickel ist halt überlebenswichtig. Silizium kriege ich aus Gestein genug raus für normale Sachen. Ich sage mit Absicht für normale Sachen. Klar, wenn ich jetzt irgendeine große Glasfront will... Glasfront wäre cool. Dann benötige ich da natürlich etwas mehr. Oh nein, ich habe das Nickel nicht markiert. Ah. Wo ist denn die Arrowhead?
Die ist weg. Okay. Ich muss das Nickel doch markieren. Ich finde das nicht wieder. Hui. Und hier nochmal tiefer. So. Dann machen wir hier nämlich noch ein NI. Zack, habe ich Nickel. Und mal einen Delfinsprung machen. Oh nein. Das Wasser bremst mich so weit runter. Und Space Engineers has crashed. Ja, ich lade gerade neu. Ich weiß nicht, als ich das Wasser berührt hatte, war es aus. Das ist blöd. Hallo, lad, komm. Ich hoffe, der letzte Speicherpunkt war nicht so lang her. Ich muss diese Nummer machen. Okay. Okay. Habe ich Nickel dabei? Nein, ich habe kein Nickel dabei. So lange ist der Speicherpunkt her. Ja, nice. Okay, dann holen wir nochmal Nickel. Ist es... Oh, hier näher dran. Scheint so. Ja, die Arrowhead... Ja, die hatte irgendwas gefunden. Das war doch aber eigentlich davor schon. Nee. Nickel. Wow. Das war mit Sicherheit kurz vor der... Kurz vorm Autosave jetzt. Mann. Also, man merke, nicht zügig ins Wasser fliegen, weil Space Engineers crashed. Na, Gott sei Dank habe ich nicht allzu viel verloren. Inventory full. Ja. So, wie viel hatte ich vorhin mitgenommen? Ich weiß es nicht. Zwei Inventare voll waren's. Ich habe aber nicht mehr reingeguckt, wie viel es wirklich war. Was sind das jetzt? Lass mich sehen. 12, 13 Tonnen. Ja, reicht. Boost. Und zurück zu Schiff. Halt, nein. Ah, schon wieder nicht markiert. Ist ja schlimm, ey. Markieren. Das hatte er. Ja, ich habe das Spiel nicht neu gestartet. Ich habe ja nur reloaded. Ich denke gerade, hä, wieso ist das NI noch da? Aber ja, ergibt Sinn. Sind das Wellen? Oder sollen das Wellen sein? Ja, okay, wird in Chunks berechnet, aber irgendwie cool. wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Und da ist mein Buddy Miner. Den wir, aus dem wir jetzt wieder einen Miner machen können, weil ich ja jetzt Nickel hab. Und ich hoffe, dass der, ja, der sollte aber ganz entspannt vollautomatisch tanken. Theoretisch. Deswegen ist auch hier eine Tankstelle bauen relativ entspannt. Da man da einfach einen Kollektor ins Wasser hängt und den machen lässt. Das ist der Vorteil am Wasser. So. Du bist wieder hier. Wir lassen dich natürlich voll tanken. Wieder. Und dann habe ich jetzt theoretisch genug Material, um mir hier einen Cargo-Port hinzustellen. Nicht da. Hier. Ich hätte hier gern einen Cargo-Port. Weil sonst muss ich immer, na, hier Verbinder und Zeug und... Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist okay. Produziere das mal.
Montageanlage ist schnell. Aha. Und dann machen wir aus dem Miner einen Miner. Und dann haben wir ja jetzt eigentlich auch eine Position, wo eine Base hin kann. Weil hier sind alle Erze um mich rum. Das ist eigentlich genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ist hier unten irgendwas kaputt gegangen? Nö. Nö, hier unten sieht's gut aus. Da fehlt nur ein bisschen was. Das ist alles gut. Was ist hier auf der anderen Seite? Ah, das Gyroskop. Okay. Das ist auch okay. Genau, ich wollte noch gucken, weil wegen Cargo. Kriege ich hier theoretisch überhaupt Cargo unter? So wie er konstruiert ist, nämlich was zum Teufel. Ah, da war noch. Nämlich nicht. Jetzt machen wir erstmal das zweite Triebwerk. Dass das wieder im Originalzustand ist. Und dann können wir eigentlich nächstes Mal anfangen, hier eine Base auszulegen. Also eine Raffinierbasis. Wirklich raffinieren. Arg viel mehr soll das nicht machen. Raffinieren und Wasserstoff produzieren. Stromproduktion kann man vollautomatisieren. Das ist überhaupt kein Ding. Ich denke, das ist das Erste, was ich dann hier platzieren werde. Stromproduktion. Und von der aus arbeiten wir dann weg. Und ihr kriegt das hier nur Raffinerien mit, na hier mit Effizienzmodulen. Okay, das ist fertig. Ich will irgendwie ein bisschen Cargo unterkriegen. Was ist hier drunter? Ja. Aber theoretisch könnte ich jetzt, den jetzt rausmache. Jetzt wird's funky. Und mach. Hallo, nimmst du mal bitte die Farbe? Danke. Mach den hier rein. Und mach drüben dasselbe. Ach so, da ist das schon so. So. Und dann nehmen wir vier Mini-Cargo-Container. Also Mini-Mini. 1, 2, 3, 4. Die Arrowhead ist immer noch unterwegs. Na komm. 4. Hat er alles? Hat er alles? Das sind 1,2 Tonnen Material mehr. Theoretisch. Ich bin schon wieder durstig. Sollte man nicht glauben. Aber ich kann einfach so machen. Es ist ein bisschen Cargo. Nicht viel, aber es ist was. Ich sollte echt gucken, ob ich hier vor die Triebwerke einen mittleren Cargo-Container reinkriege. Und ja, ich trinke ja schon. Nicht wahr? Warte. Ich hätte gern Warte. Hallo? Der ist voll. Dann schmeiß hier rein. Wie sieht's Eis eigentlich aus? 21 Tonnen, 52 Tonnen, 21 Tonnen. Oh. Oh. Ich habe ein bisschen viel. Ich habe ein bisschen viel Eis. Wieso arbeitest du noch? Ja, ich habe ein bisschen viel Eis, weil ich den halt stehen lassen habe. Das heißt aber jetzt, der kann entspannt tanken. Ja, und ich kann hier entspannt eine Base hinstellen. Und habe alles da. Ich habe Nickel hier.
Eisen hier, ich habe Kobalt hier, ich habe Gold hier, ich habe Silber hier. Das machen wir hier. Definitiv. Okay, cool. Dann bedanke ich mich nun bei euch fürs Zusehen und sage bis morgen. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.